Und damit, meine Lieben, begrüße ich euch recht herzlich willkommen zurück zu Spirit of the North. Wir machen weiter. Ja. X ist halt springen, ne? Das wissen wir schon. Ab jetzt haben wir ja einen neuen Begleiter. Wie ihr alle wisst, im zweiten Kapitel hat sich der Geisterfuchs mehr oder weniger für uns halt geopfert, weil es uns halt nicht mehr gut ging. Und jetzt haben wir halt zum Teil seine Fähigkeiten übernommen. Es werden halt von Spieldurchlauf, also von Kapitel zu Kapitel werden es halt immer mehr, ne? Was wir dann später so machen können, alles. Da oben fliegt er. Na, das war jetzt knapp. Für eine Trophäe müsst ihr auch diese Wandbilder halt beleuchten. Davon gibt es auch mehrere. Ich hoffe, ich erwische alle. Für die Blume braucht ihr einfach immer bloß nur zurücklaufen oder euch halt umschauen, ne? Ob ihr nicht irgendwo wieder eine findet. Die sind so oft verteilt in diesem Spiel, das ist der Wahnsinn. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier geht's hoch. Hier in der Kuhle liegt ein Stab. Und der nächste Schamane. Der liegt auf dem Weg. Ihr seht, er funkt wieder und da liegt er sogar schon, beziehungsweise sitzt er ja. Dann geht es hier weiter im nächsten Abschnitt. Huch. Blümchen haben wir noch. Dann aktivieren wir den Stein hier. Der nächste Stock liegt dann hier. Und der Schamane dazu ist auch nicht weit weg.
Nein! Oh, jetzt sind wir runtergefallen. Scheiße. Einfach nochmal rumschwimmen. Einfach nur den ganzen Weg halt weiterlaufen. Dann hier den Stein aktivieren, damit das Wasser wieder runter geht. Der Schamane, der jetzt kommt, der ist so ein bisschen tricky versteckt. Den habe ich beim ersten Mal PS4-Version auch nicht gleich gefunden. Dann einfach hier den Stock wieder nehmen. Hier runter. Da aktivieren wir dann den nächsten Stein, der das Wasser wieder hochsteigen lässt. Dann legt ihr den Stab hier einfach ab. Da ist ein Stein. Dafür brauchen wir eine Blume, die ist hier drüben. Einfach hier hochspringen. Jetzt backe ich hier so ein bisschen rum. Einfach da hochspringen an die Felswand. Das funktioniert schon. Und dann hier ab, hier dran. Und dann sinkt das Wasser wieder auf die Höhe, die wir jetzt brauchen, um weiterzukommen. Und passt auf, seht zu, dass ihr hier die Blume holt. Weil sobald wir da runterspringen, da seht ihr den Schaman schon, kommen wir nicht mehr hoch. Und ihr braucht diese Blumenmagie, sagen wir es mal so, die Geistermagie aufgefüllt. Um da jetzt gleich weiterzukommen. So, dann legen wir den Stab hier ab. Er bedankt sich bei uns und geht in die Geisterwelt über. So, weil hier sind dann halt, müssen wir auch wieder was aktivieren. Und ohne die Geistermagie kommen wir hier natürlich nicht weiter, ne? So, jetzt steht hier natürlich hier davor, ne? Gibt's auch einen Trick. Und zwar klaut ihr da einfach die Geistermagie von dem Stein wieder. Genau, und setzt sie hier ein. Ah, es regnet Steine. Genommen. Das Spiel speichert. Jetzt brauchen wir ein Blümchen. Eine Blume. Die liegt hier. Und dann müssen wir da hinten rüber. Und zwar hier rein. Für die Blume rennt ihr dann einfach wieder zu der Stelle hin, wo wir uns das erste Mal schon
Geisterkraft geholt haben. Und dann einfach über die Geysire nach hier oben. Ist egal, welchen ihr davon nehmt. Weil damit wir nämlich den Geysir da hinten aktivieren können. Oder beide halt, ne? Dass wir da rüberkommen. Weit fliegen. Hier einfach rüberspringen und dann habt ihr es schon. Oh, oh, oh nein, nein, jetzt bin ich abgeschmiert. Ach nee, der Stein war ja da. Da ist der Stein. Dann holen wir uns da hinten jetzt die Blume, die ich eigentlich haben wollte als erstes. Zack. Schaut immer, dass ihr die Geisterkraft halt immer aufgeladen habt. Hui. So. Der nächste Schamanenstock liegt hier hinten. Der liegt hier. Und um an den Schaman ranzukommen, müsst ihr den Stein da oben aktivieren. Huch, scheiße. Bin ich runtergefallen. Also für, wenn ihr es geschafft habt, dann wie gesagt, einfach bloß den Stein da oben aktivieren. Dann öffnet sich dort was. Versuch's mal so. Ha, wo sie drückst. Dann öffnet sich da nämlich sowas. Und da ist der, der Schamane dann hinter. Einmal kurz die Blume aktivieren. Aktiviere Flower Power. Dann hier so links rum. Und das wäre dann hier zu gewesen, aber dadurch, dass wir das mit dem Stein aktiviert haben, ist es natürlich halt aufgegangen, ne? Er bedankt sich wieder. Dann geht's ganz normal hier weiter.
Hier schalten wir jetzt nur eine neue Kraft frei. Einfach hier rüber. Na, welche aktivierst du hier vorne? Oh, oh. Jetzt hänge ich hier wieder zwischen. Oh, geschafft. Sollen wir das Wasser da rausblasen? Mal schauen, ob es funktioniert. Eigentlich kann man von dem Stein aus hier rüberspringen und dann da hochspringen. Aber bei mir scheint das hier schon wieder nicht zu klappen. Ja, hat funktioniert. Und dann von hier aus halt gucken, dass ihr hier hochkommt. Und von hier halt hier hoch. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Wenn es bei euch nicht funktioniert hat, müsst ihr halt einmal rumlaufen. So wie ihr halt als erstes das erste Mal hier hochgekommen seid. Lauft ihr einfach hinten nochmal rum. Wenn es bei euch nicht klappt oder die Geduld halt aus ist, ne? Ich brauchte da damals auch mehrere Anläufe. Also es funktioniert auf jeden Fall. So, dann müssen wir den Stein hier aktivieren. Und schon haben wir eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Und die brauchen wir jetzt, um hier hinten weiterzukommen. Schauen, ob ich es mit einer Aufladung schaffe. Einfach Kreis gedrückt halten. Und auf voller Power loslassen. Jetzt müssen wir nochmal zurücklaufen. Nochmal eine Blume besorgen. Dass wir den Stein aktivieren können. Und dann wäre auch dieses Kapitel geschafft.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Spirit of the North. Und dann geht es hier an der Stelle in Kapitel 4 weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, sage ich ciao, ciao und bis denne.